all are here, actually, because since it's all tear down moment, and still we have enough, we have lots of people here. Interesting. This is as well an interesting talk, because it's Helen Lee who's going to present us, actually give us an overview, actually, about what hackers, you know, in music meant, actually, in the history. So to give an overview, I understood as well she gives certain examples, and I think she's going to kick this a little bit further because she's going to talk a little bit about her current work and future objectives. Also, schnallt euch an, bereitet euch vor, eine große Runde Applaus für Helly. Helen Lee. Hello. Hallo. Ich bin Helen, das ist, wenn ihr mich auf Twitter und so weiter folgen kannst und GitHub anschauen möchtet, dann gibt es da unterschiedliche Quellen und ja, ich werde jetzt, euch eine Geschichte erzählen, und zwar die Geschichte davon, wie eine Gruppe von Musikhackern in den 1940ern die Musiktechnologie für immer geändert hat und wie sie noch nichts davon wusste, darüber, was sie machen, wie sie das machen sollen oder was sie genau machen wollen, und haben einfach die ganzen Regeln missachtet. Ich werde auch eine Übersicht über die coolsten Projekte aus London und Berlin im Moment zeigen. Ich war aktiv in der Hacking-Music-Szene in London seit einer ganzen Weile und ein paar coole Projekte, die ich euch zeigen möchte. Und bevor ich anfange mit meiner Geschichte, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin eine kreative Technologin. Das ist, wie Leute einen in eine Kiste stecken wollen. Ich bin ein Nerd, der Kunstsachen mag. Ich drücke die ineinander. Und meine Lieblingssachen sind Elektronik und Hardware und mit Musiktechnologien. Und dann mache ich viele spannende, komische Musikinstrumente, so kreativ. Dies ist eins meiner musikalisch experimentellen Instrumenten, und ich habe sie zu unterschiedlichen, nach London gebracht, nach Shenzhen, nach Kopenhagen gebracht, und ich mag es wirklich, mit denen zu experimentieren, darüber, wie ein Instrument aussieht, nicht so, wie es sich anhört. Und ich mag, dass meine Instrumente melodisch sich anhören, und das wurde jetzt aus Bronze hergestellt. Ich habe mit unterschiedlichen Metallen gearbeitet, aber aktuell mag ich Soft Circuits, also Elektronen, die auf Klamotten aufgestickt sind, um so kinetische Skulpturen und zusammendrückbare Kreaturen-Dinge zu erstellen. Und werde ich die später auch zeigen. Das bezahlt überraschenderweise nicht meine Miete. Darum mache ich Produktdesign und Schulsachen und bin auch ein Schreiber. Und das ist ein Projekt, das ist meine Hand auf der Kiste, und es ist ein tragbares Musikinstrument für Kinder. Ich ist mein Adafruit und so weiter. Und es ist ein selbstgebautes, tragbares, gestenbasiertes Musikinstrument für Kinder, die das programmieren können. Da werde ich auch später mehr drüber zeigen. Und ich mache auch Bücher über das Sticken. Und in diesem Fall Crafty Kid Guide to führt zur Elektronik und mit Elektronik, mit Papier und Origami und Nähen und Robotics, und ich schreibe auch für Hackaday und ich habe auch für bla bla bla, ist egal. Ich schreibe Worte für viele manchmal, und ich werde eine meiner Lieblingsgeschichten über eine Musikgeschichte, Technologiegeschichte erzählen. Ich werde hier mit anfangen, diese Aussage, die ich von einem Mensch, den ich immer noch mag, von John Cage, und die meisten kennen seine experimentelle Musik und seine experimentelle Komposition und seine vielen Schriftstücke darüber, was ein Künstler soll und nicht soll. Und er war auch ein sehr früher Hardware-Hacker. Er hat auch experimentelle Instrumente erstellt, seines seiner die besten Team ist
ist, dass er einfach ein Klavier zerstört hat und damit Musik gemacht hat. Er hat komponiert, aber war auch ein experimenteller Hardware-Künstler. Er hat gesagt, es gibt keine Geräusche, es ist nur Musik. Und ich schreibe das drauf, damit, um euch daran zu erinnern, dass alle Instrumente Erfindungen sind. Und erst in den 1930ern wurde die Geige so definiert. Mit neuen Werkzeugen wurden da unterschiedliche Instrumente zu ihr zusammengeführt. Und wenn wir jetzt ein Instrument als ein spezifisches Ding vorstellen, sind wir ein bisschen falsch. Wir haben mit Geräuschen rumgespielt, seit wir Menschen sind quasi. Und ganz ähnliches mit Kompositionen. Ihr könnt euch an die alten Debussy-Musik erinnern, die klassische Musik. Also potenziell diese alten Establishment-Figuren, aber damals waren sie modern. Leute hatten super beliebte Musikstücke und die Daily. Und alles, was heute komisch sich anhört oder experimentell sich anhört, könnte aber langfristig auch ein starken neues Ding sein, neue Welt sein. Und ich habe auch noch eine Kontinuitätstheorie. Selbst die also A, die A-Ton, 440 Hertz, von dem wir erzählen, der wurde, war nie 440 Hertz bis in den 1950er, als ein paar Leute in London sich hingesetzt haben und alle haben unterschrieben und gesagt, hey, A ist 440 Hertz. Davor war eine Flöte in Italien anders als eine Flöte in Frankreich. Da waren diese kleine Tonunterschiede. Und es war nicht bis in die 1950er, dass es eine Definition von A gab. Und es gab eine Reihe von Konspirationstheorien, wo sie gesagt haben, hey, sie haben 440 Hertz ausgewählt, als eine, um Gedankenkontrolle zu machen. Und wenn man 440 Hertz Konspirationstheorie sucht, dann gibt es Gruppen, die daran arbeiten, das zu ändern, dass die gesamte moderne Musik gewendet wird. Und es sind eine Idee, dass 443 ist und 448. Wenn ihr 443 Camp seid, und dann gibt es einen, der einen Musikveränderer gebaut hat. Und man kann deinen Track nehmen und konvertieren und dann verändert es die ganze Musik in diesen anderen A-Ton. Und es gibt Leute, die sagen, dass es noch einen anderen A-Ton geben soll. Aber das ist komplett verrückt. Aber ich liebe es. Also wenn ihr da irgendwie mal Konspirationstheorien auf YouTube folgen sollte. Vielleicht sollte man das irgendwann mal machen, das ist spannend. Ihr seid auf dem Congress, dann könnt ihr das euch mal anschauen. Aber der Punkt dabei ist, dass Musik alles beliebig erfunden ist und es gibt einfach keine Regeln. Also ich zeige euch jetzt mal, eine der möglichen Vergangenheiten von Musik. Wir schauen uns jetzt ein spezielles Teil von Hacked Technology an, wo Leute Dinge gemacht haben mit einem Gerät, was man eigentlich, wofür es nicht gedacht ist. Ne? Das hier ist der ist der Magnet Bandrekorder. Und das haben die Nazis populär gemacht für Propaganda und dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg hat die BBC das Gerät verwendet und weiterentwickelt. Also Tonband ist relativ moderne Technologie und wurde verwendet einfach für Band-zu-Band-Broadcasting. Die werden in Musikstudios verwendet, waren damals relativ teuer, wurden dann billiger und dann haben sich Hacker dieser Sache angenommen. Und diese Hacker haben also sich eine Reihe von diesen Tonbandgeräten hergenommen. Und wie das so geht halt, wenn Leute irgendwie Technologie in ihre Hände bekommen, dann spielen sie halt damit rum in kreativen Arten, auf eine kreative Art und Weise. Und was also es gab die Musik konkret in Paris in den 30er Jahren und da gab es noch einen einzelnen in Ägypten, aber in Paris war das Zentrum dieser Musik konkret. Was man hier also sieht,
man eine Rasierklinge, um das Band zu schneiden und andersrum aufzuspannen, und dann kriegt man die Musik rückwärts. Okay, also man kann nicht nur Sachen irgendwie umdrehen, man kann sie auch schneller machen oder langsamer machen. Also wenn man sie schneller macht, dann wird die Tonhöhe höher, und umgekehrt, wenn man es langsamer macht, dann wird der Ton tiefer. Das wissen wir ja alle, auch sogar ins, also wirklich ist uns klar, ne? Also das war damals aber revolutionär, das war wie Wissenschaft. Nehmen wir uns zum Beispiel an, was passiert, wenn man eine Violinsaite anzupft, und dann macht es dumm, und dann kommt da dieses Ausschwingen. Viele Instrumente haben sowas, dass sie erst diesen Anschlag haben und das ausschwingen. Und mit dieser Technologie konnte man das umdrehen, und man sozusagen, also das Ausschwingen zum Einschwingen machen und dann ein sehr plötzliches Abreißen. Das war Wahnsinn, als man das machen konnte. Man konnte außerdem draußen Dinge aufnehmen. Man konnte das Tuba mitnehmen nach draußen und einfach Geräusche draußen aufnehmen und wieder ins Studio bringen, zerschneiden mit dem Skalpell, anders umdrehen, anders zusammensetzen und neue, also das war eine neue, großes Werkzeugkasten, den man da hatte. Die ersten, die es gemacht haben, waren diese Franzosen da in Paris und in der Musik konkret. Dank neuer digitaler Konservierungsmethoden kann man sich das also anhören. Also ich möchte es nicht lügen, das klingt echt ziemlich schlimm, ja. Also das will sich echt keiner anhören, aber also nur wenn du enthusiast bist, wenn du wirklich begeistert bist. Aber es ging nicht um die Musik, die sie gemacht haben, es ging mehr um die Technologie, die sie verwendet haben. Diese Technologie war sehr, sehr einflussreich. Also heute scheint das normal und gewöhnlich, aber damals war es revolutionär. Das ging auf die Spitze getrieben, 1960. Mit den Beatles, die dann in Tomorrow Never Knows das verwendet haben. Also normalerweise würde ich das abspielen, aber als ich das neulich abgespielt habe, haben sie den Livestream abgeschaltet, weil da ein 10-Sekunden-Schnipsel von den Beatles drin waren. Das will ich diesmal nicht riskieren, aber geht rein, Tomorrow Never Knows. Das sind einfach umgedrehte Geräusche oder umgedrehte Töne und auch langsamer und schneller laufen gelassen. Es gibt einen sehr, sehr hohen Sound in diesem Song, und das sind Leute, die da lachen. Und das ist alles mit Skalpellen hergestellt, nur. Diese Produktionstechniken können wir heute jetzt in modernen Tools verwenden, in Ableton und Logic und so weiter. Das sind einfach Standardwerkzeuge jetzt. Aber damals hat man damit angefangen und es war wirklich sehr einflussreich. Und jetzt rede ich über Sie hier. Das Schönste an der Hackerkultur für mich ist, dass wir praktisch die Arbeiten von allen anderen verwenden. Und ich spreche jetzt über diese Ingenieurin. Ihr Name ist Daphne Owen. Und mehr als 10 von euch kennen sie, das ist mehr als gewöhnlich. Also Daphne Owen, jeder sollte ihren Namen kennen. Sie war eine Physikerin und Musikerin, die unglücklicherweise eine Frau war und eine sehr tragische Arbeitsgeschichte hat. Sie ist eine der ikonischen Figuren in der Geschichte der elektronischen Musik. Sie ist eine Musikerin. Sie hat eine Arbeit gefunden als Rückspulerin bei der BBC. Das war damals ein Job. Und sie flog auf eine Trainingssession nach Paris, so ein Standard-Firmentraining.
Und während sie dort war, traf sie die Leute hinter der Music Concrete. Und das war für sie eine Offenbarung. Das ist cool, das ist, wird alles revolutionieren, sagte sie. Und sie kam zurück und erzählt davon und man sagt ihr aber, nee, geh zu deiner Arbeit zurück, tat sie. Aber dann nach der Arbeitszeit, tief in der Nacht, dann ging sie in die Studios, nahm die Rollen, brachte sie in ihr eigenes Studio und probierte diese neuen Methoden aus. Sie war auch eine Electronics-Person, sie kann sich mit Elektronik aus. Sie experimentierte mit elektronischer Musik. Und sie fing dann an, das zu benutzen dafür. Und das machte sie für etwa 5, 6, 7 Jahre. Und dann schaffte sie es, jemanden zu finden, der sich dafür auch interessierte, der ein Interesse an ihrer Arbeit hatte. Und es gab natürlich auch eine Menge Leute, die es gehasst haben, aber es gab Leute, die mehr davon wollten, bis dann die BBC irgendwann ein Studio gab. Und das, was in den 50er Jahren etwas ganz Besonderes war, insbesondere für Frauen. Unfortunately, at this point, it's called the BBC Radiophonic Workshop, which is one of the most iconic sound design. Das war das der BBC eine der ikonischsten BBC Labore für Musik. Sie fängt da also an, aber ein Jahr später verlässt sie das wieder, um ihr eigenes Studio, ihr eigenes Workshop zu schaffen. Sie hat gesagt, die wollten meine Arbeit, sie wollten meine Ideen, aber sie wollten nicht meinen Namen. Sie verließ also, sie erstellte ihre eigenen. Und sie baute diesen großartigen, wilden Synthesizer. Also ihre Idee war, mit Wasserfarben die Wellenformen zu malen, das alles in ihren Synthesizer zu bauen. Einfach eine völlig wilde Idee. Sie wird jetzt mittlerweile mehr und mehr populär, mehr bekannter. Zum einen, weil dieser alte BBC-Workshop noch existiert, die Leute da drin, aber zum anderen, weil sie auch Frauen mehr und mehr populär und populärer damit gemacht hat. Das ist Dibi Derbyshire. Habt ihr vielleicht von ihr gehört? Nee, also auch genau dasselbe. Sie war Mathematikerin und Musikerin und sie ist da irgendwie da reingekommen und hat auch erstmal so keinen Job bekommen und hat anfänglich und dann wurde sie der Arranger und hat die Musik für das hier gemacht. Ich werde das abspielen und denkt darüber nach, dass zu dem Zeitpunkt jedes Geräusch physikalisch geschnitten werden und zusammengeklebt werden. Und es gibt keine Multitrack-Aufnahmegeräte. Also du musst, ein enormer Prozess, etwas aufzunehmen, zu vergrößern, verlängern, zusammenzukleben, abzuschneiden, aufnehmen und dann weitere Geräusche hinzufügen und mehrere Tapes, die man ineinander zusammenführen muss, ohne Multitrack-Technologie. Das heißt, es gibt unterschiedliche Geräte, und man steht da und man schreibt dann Go und damit kriegt man die zusammenkopiert. Sie war sehr blasé darüber, es war irgendwie interessant. Weil es ist komplett verrückt heutzutage, ein Stück Musik so zu komponieren als Spielzeug-Ding. Und sie sagte, ne, scheint zu funktionieren. Also, ich finde es ziemlich charming. Und oh, warum hat es nicht gespielt? Oh. Oh nein! Oh, Mist. Ich werde es einfach selber spielen. Oh, it's playing. Oh, es spielt! Zu dem Zeitpunkt gab es kein Theorem und kein Synthesizer.
Sie hat auch ihre eigenen Musikinstrumente, inklusive meinem Lieblingsmusik, dem Wobulator. Sie haben damals viel Elektroengineering-Werkzeuge da verwendet. So, und jetzt wieder in der Copyright-Problemen. Und ich wollte einen ihrer eigenen Musikstücke spielen. Sie war auch eine elektronische elektronische Spielerin und man vergisst manchmal so ein bisschen, dass Musik in den 50ern und 60ern so wild war. Und das ist eine ihrer Spiele aus den 60ern. Does anyone recognize this track? Because someone did sample it. No? So Die Antwoord literally just rapped over the top of this and released it as Die Antwoord hat das remixed und hat das einfach seine eigene Sprache drüber gemacht. Based on an Asimov story, and this remains, but the Asimov story that it was made for has been deleted from the BBC archives, which I find to be an absolute tragedy. I would love to watch that. Das ist für eine Asimov-Geschichte erzählt worden, aber die ist leider gelöscht worden. Und ja, das ist echt tragisch, dass es nicht mehr existiert, dass das Video echt nicht mehr existiert. Und das war meine Geschichte von dem BBC Radiophonic Workshop. Und ich wollte noch ein Quote von einem Ingenieur sagen, es ist leider nicht unbenannt, eine Dokumentation, die ich gesehen habe. Und die haben Sachen einfach erstellt, sie waren nicht die Experten, sie wussten nicht, was sie nicht machen konnten. Also haben sie einfach rumgespielt und haben etwas sehr, sehr Tolles herausbekommen. Und eine der größten musikalischen, elektronischen Musikkunst ist immer noch Teil von diesem BBC Electronic Workshop. Und ja, das war der BBC Electronic Workshop und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Witzigkeit und schlechte Geräusche erlauben und dass wir auch dumme Ideen, die jetzt nicht so voll fertig sind, wo wir noch nicht wissen, wofür sie sind, erlauben. Diese Kraft, die da drin existiert, Experimentation zu erlauben, ist am Anfang nie besonders erfolgreich. Es hört sich nicht besonders erfolgreich an, nicht als wichtig. Und außer Leute, die dabei stehen, sagen so, das war die goldene Zeit der elektrischen modernen Musik. Wir haben eine neue Technologie erfunden, die Verfügbarkeit von einer neuen Funktionalität für eine große Anzahl von Leuten ermöglicht uns diese tolle Veränderung dessen, wie Menschen Musik gemacht haben. Also damals war es analog, aber die Art und Weise, wie wir Musik machen, wurde von diesen Experimenten verändert. Und es war eine goldene Zeit für neue Techniken. Und ich glaube, wir sind aktuell in einer Zeit eine goldene Zeit, wo Leute mit experimentellen Instrumenten spielen, mit experimentellen Techniken allgemein, experimentellen Geräuschen. Und wir haben viele spannende neue Techniken, die verfügbar sind. Wir haben billige Mikrocontroller, wir können unsere eigenen Platinen herstellen, wir können unsere eigenen Synthesizer erstellen, wir können haben Zugriff zu Leuten und das ist sehr wichtig. Stellt euch Stephanie an, die hat nicht davon gelernt, bis sie eine Idee von jemand anderem bekommen hatte. Und das waren, man lernt Werkzeuge und Zugang zu Werkzeugen bekommen und neue Techniken lernt und Inspiration von anderen Leuten zu bekommen, ist sehr kritisch dafür, dass wir irgendwas ändern, dass irgendwas passiert. Und aktuell und im Moment haben wir sehr coole und zugreifbare neue Technologie, die Leute, mehr und mehr Leute kennen und wird viel einfacher, darauf zuzugreifen und sie zu bekommen. Und Menschen sind viel erreichbarer. Menschen teilen, insbesondere in der Musik-Community, teilen sie ihr Wissen sehr frei. Und man muss nicht im selben Raum sein, um das zu tun. Ja, ich weiß, Leute hören beim Livestream zu. Das heißt, man muss nicht hier sein, um diese Sachen zu lernen. Und man muss doch nicht mal im Raum sein, um zu lernen, um einen Workshop dabei teilzunehmen. Es gibt die ganzen wundervollen YouTube-Tutorials. Nischen-Communities sind viel verfügbarer durch Online-Plätze, Otto Onlines. Und wir haben auch tolle Events. Also das ist
ich hätte die Seite, Folie ein bisschen früher machen sollen. Das ist einer meiner alten Hackerspaces. Es ist Machines Room in London. Und es war, wo die Musiktechnologie, einer der Orte, wo diese Musiktechnologie in London saß. Und sie haben da, und im Londoner Hackerspace. Und einen Hackustic, da war ich involviert und wir haben viele Events dort durchgeführt. Der Grund, weshalb ich diese Folien hinzugefügt habe, ist, dass Hackerspaces und Makerspaces oft auch so Musiktechnologie irgendwie dabei haben. Und diese zentralen Plätze, wo man Sachen teilt, dass Technologie und Wissen teilen kann und auch Events haben kann, ist sehr wichtig. Und ich weiß jetzt, warum ich die Folie da reingemacht habe. Das war ein wunderbarer Raum für 3 Jahre und dann wurde die Miete teurer 4-mal hintereinander und die großartige Gruppe von Künstlern und Musikhackern und wurde rausgeschmissen und zum gleichen Zeit hat der deutsche Hackspace, der London Hackspace sich umgezogen und viele Fablabs haben auch umziehen, weil alles so teuer wurde im Center von London. Und als direkte Folge davon bin ich nach Berlin gezogen und dadurch, dass diese Gentrifikation von Hackerspaces erlaubt werden, zerstören wir Communities. So wie wir Community online ermöglichen, können sie auch hier zerstört werden. Das hier ist zum Beispiel ist ein Beispiel von einer einem tollen Online-Community. Das ist ein YouTube-Video von jemandem aus dem Londoner Music Hackerspace. Das ist der beliebteste und Sam. Und der heißt Look Mum No Computer im Internet. Und als ein elektrischer Ingenieur und genereller komischer Typ und das ist einer seiner Kreationen. Er hat einen Furby-Synthesizer gebaut, das ist so schrecklich, wie man ihn sich vorstellt, vielleicht sogar noch schlimmer. Und schaut es nicht an, oder ich meine, schaut es euch an, aber es ist, ja. Aber er zeigt nicht nur seine Instrumente und er spielt nicht nur auf ihnen, sondern baut auch Sachen auseinander und ich habe viele Sachen von seinen Videos gelernt und mir angeschaut habe, wie er sie macht und das ist etwas, was sehr spannend ist. Weil vor 20 Jahren hätte ich wahrscheinlich noch nicht Zugang zu diesem Wissen gehabt und ich hätte wahrscheinlich noch nicht gewusst, dass es mich überhaupt interessiert. Ich hätte keinen Zugang dazu gehabt und ich wäre dann in meinen lokalen Pub gegangen und hätte gesagt, so, hey, ne, wer möchte mit einem komischen Furby-Instrument mit mir spielen? Und die anderen so, was? Nein, falsch. Und es ist spannend, also in komischen Interessen mit anderen zu teilen. Und das hier ist ein anderes Beispiel, das bin ich und die, wir haben ein bisschen Tech-Hacking gemacht und das ist eine andere Version vom Kongress, das heißt EMF Camp, genau, findet in 2020 wieder statt. Ein echt cooles kleines Hacker-Festival und diese Events, die erlauben es einfach. Also ich habe einfach so viel hier schon gelernt, ja, in den letzten paar Tagen und jedes Mal, wenn ich hier bin. Also wir sollten wirklich einfach diese Hackerspaces lieben und die Künstler. Und wir sollten die Hackerspaces und die einzelnen Leute auch unterstützen, die da beitragen und diese Gemeinschaft wirklich würdigen. Okay, noch ein paar Stücke zum Ende hier, ein paar coole Projekte, an denen ich mit anderen Leuten gearbeitet habe. Also warum ich euch die gezeigt habe, ist, weil sie einige meiner liebsten Arten und Weisen zeigen, wie man an Instrumenten hacken kann. Also wie man zum Beispiel, oder wie ihr das auch machen könnt. Also ich habe wie gesagt, in London gelebt und jetzt in Berlin und mein Lieblingsding, was ich mache, ist, wenn ich im Hackerspace bin, ist ein Instrument zu bauen, mit zwei oder mehr Leuten zusammen, weil die Kollaboration einfach meine Projekte immer besser macht, was sie machen, was ich mache. Das ist dann einfach zusammen besser als das, was jeder Einzelne von uns hätte machen könnte. Schauen wir mal. So, also das ist eine Sonic-Kreatur. Das war ursprünglich ein Hack, ein Hack eigentlich, den wir über die Nacht gemacht haben mit Andrew Hockey und Christina vom Oshkosh. Und mir selbst auch. Wir haben über Nacht gearbeitet, einfach um das hier zu bauen. Also es ist eine Schaltplan
Skulptur. Also man macht den, die ganze Schaltung machst du in die Kiste rein, aber die wesentlichen Teile siehst du hier und sie werden als Kunst stehen für sich selber als Kunst. Und das hat der Mohit kreiert. Und es gibt Jiri, der glaube ich in Prag ist. Und die bauen auch wirklich ganz, ganz tolle kleine Dinge. Also ich meine Dinge sind eher groß und massiv und nicht klein und hübsch. Aber es schaut echt, finde ich, interessant aus. Ich mag das sehr gerne, wenn man diese Technologie so einfach anfassen kann. Manchmal ist es nicht so ganz zuverlässig, aber es macht einfach Spaß, auch als Musiker. Und das hat dazu geführt, eine zweite Kreatur zu erfinden. Also so utopische Science-Fiction, die inspirieren mich. Und ich habe also eine ganze Reihe von Kreaturen geschaffen, die irgendwie dieselbe Welt bevölkern und zusammenleben. Das ist das zweite aus der Serie, ein eher traditionelles Instrument. Also in dem Sinne, dass das erste war generativ. Dieses hier ist sozusagen eine Note pro Glied. Da ist die tiefste Note offenbar. Also das ist die Basiskreatur, die ich jetzt entwickle für einen echten Musiker, für eine Frau namens Issei. Und ich mache für sie eine Stage Presence. Aber das wird dann mehr so generationell sein. Die Funktionalität ist hier sehr traditionell, aber die Form ist echt merkwürdig und das macht das so viel Spaß, damit zu spielen. Meine neueste Erfindung ist auch wieder so eine Art Kreatur. So ein abstraktes Ding, ungefähr menschgroß. Also jede der einzelnen Glieder hier machen einen Teil, anderen Teil von einem Chorus. Und man kann den modulieren, indem man die einzelnen Kupferdrähte berührt. Also das hier ist die letzte Version eines dieser Arme, die da rauskommen. Die meisten scheinen nur damit irgendwie schmusen zu wollen. Also das kann auch schnurren. Wenn ihr meine schnurrenden Arme bewundern wollt, dann kommt nachher hoch. Das hier ist, das sind leitende Drähte da drin, also das kapazitive Interface und kann die Berührung dann auch tatsächlich übertragen. Aber nochmal, ich könnte diese Sachen nicht bauen, wenn nicht meine Freunde mir helfen würden und die Implementation, die ich brauche, ist einfach toll, mit Freunden zusammen das zu machen. Also alle davon benötigen. Okay, das ist keins meiner Instrumente. Das ist ein tragbares, biegsames PCB, Schaltbrett. Und es ist noch nicht fertig. Ich zeige euch, weil das sind die Sensoren, sind, die ich benutze. Also wenn jemand von euch schon mal mit kapazitären Berührungssensoren gearbeitet haben, das ist ein MPR-Sensor +++. Es hat etwa 20 Pins. Es ist viel, viel sensibler als die bisherigen. Also wenn irgendjemand damit arbeitet und Schwierigkeiten hat, dann erstens stellt sicher, dass ihr geerdet seid und ich mache jetzt eigenes Slide dafür. Systems, for embedded instruments.
Ich mag eingebettete Instrumente. Das ist ungefähr so groß wie meine Hand oder so ungefähr eine kleine Dose. Es ist ein vollwertiger Linux-Computer. Es ist absolut großartig. Es ist, reagiert sehr, sehr schnell, hat eine sehr niedrige Latenz. Und das läuft darauf. Das ist reine Daten. Das ist eine Programmiersprache, grafische Programmiersprache für die Kreierung von Sounds. Die hier ist Open Source. Das ist also Bella, Pure Data. Der Grund, warum Bella so speziell ist, ist nicht nur wegen der niedrigen Lizenz, sondern weil sonst praktisch kein Mikrocontroller gibt, der auf die Art und Weise praktisch mit puren Daten programmiert werden kann. So, also wenn ihr etwas tun wollt, dann schaut euch mal als erstes mal Bella an. Okay, that's that one. Then the other project I wanted to talk to you briefly about. Das andere Projekt von mir, das ich kurz präsentieren wollte. Sie ist 13 Jahre alt, die Künstlerin, und sie benutzt die Miu Miu Handschuhe. Es ist Gestenkontrolle. Sie kontrolliert. Sie macht Looping. Sie macht Effekte. Ist alles offen, ganz offensichtlich mit Gesten. Das ist das, was sie hier benutzt. Das ist hier von der Music Tech Company namens Mimio. Ich habe das auf einem Video gesehen und als ich das in dem Video gesehen habe von ihr, wenn ich das jetzt einem 12-jährigen Mädchen geben könnte, sie würden den Verstand verlieren, es wäre einfach großartig. Und ich habe also nachgefragt, ob ich dafür eine Version für Kinder machen könnte. Haben wir dann. Sie hat ja gesagt. Und das ist ein großartiges Stück Technologie namens Microbit. Das ist sozusagen mein erster Microcontroller, entsprechend diesem BBC-Modell. Also sie macht nicht viel, aber das, was es macht, macht es absolut großartig und sehr einfach. Also konnte ich damit eine Approximierung dieses $5,000 Handschuhs mit einem Wert von ungefähr $10. Und das ist das, was rausgekommen ist. Mini-Mew. Das ist mein ledergekleidetes Gestenkontrollen-Einhorn. Also. Also mit einem Microbit war ich dann also in der Lage und ein bisschen Source Code war ich also in der Lage, also Software zu schreiben, und das ist eine Musikerin namens Bishi, und die hat meinen $10 Packung genommen und um sehr ähnliche Dinge zu machen damit, wie ihr es hier seht. Und das ist natürlich jetzt nicht gerade was fürs große Stadion, für große Konzerthallen, aber es war trotzdem ein sehr witziges Projekt für mich, für uns. Und das ist meine Zeit. Und übrigens all das hier und wie wir das gemacht haben, das ist alles auf meinem GitHub. Der ganze Code ist da verfügbar. Wenn ihr auf meinen GitHub geht, dann könnt ihr euch das selbst angucken, ausprobieren. Ihr könnt auch für ungefähr $30 so ein Kit bekommen. Und ihr könnt euch meinen bekloppten elektronischen Abenteuern folgen, hier auf meinem Twitter, auf Instagram und hier an meinem GitHub. Und ich bin auch noch ein bisschen hier. So, das werden wir jetzt aus der Übersetzerkabine. Franz T. Alan Lee, Ise. Und? Gut. Wenn ihr Feedback haben wollt, sendet ihn mit Twitter und Hashtag C3T zu uns. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr mit dem Hashtag Clark auf Twitter oder Mastodon versenden, oder ihr benutzt den IRC-Kanal #36C3-Hall-C. Könnt ihr auch auf Deutsch fragen. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, Musik
ohne menschliche Interaktion zu erstellen. Okay, dann ja. Thank you, good night. Vielen Dank und schönen Abend. Nein, also. Also ich mag es, Instrumente zu bauen, zu kreieren, die man streichelt, die man mit interagiert, körperlich interagiert. Und ich erstelle also praktisch eine Art Person, mit der man interagiert. Aber es gibt eine Menge Menschen, die interessante Dinge mit generativen Instrumenten, generativen Sachen machen. Also dieser Komponist, mit dem Freund von mir, der arbeitet an einer automatisierten Murmelbahn. Wenn die Murmeln die Murmelbahn runterfallen, dann machen sie dabei die Geräusche, lösen sie dabei Geräusche aus. Aber ich mache mehr Objekte, die man anfassen kann. Und praktisch wie mit einem Multimeter herumgehen, Punkte an zu prüfen. Du misst Widerstände? Also, wenn ich zum Beispiel mit Stoff arbeite, leitfähigen Stoff, der ist eigentlich nicht dafür gedacht, ein leitfähiger Stoff zu sein, aber ich. Also, man kann einfach zu Konrad gehen und Multimeter gehen und durchmessen und testen, ob er leitfähig ist oder nicht. Okay, ja, glauben wir jetzt mal und stellen uns vor, wie du durch die. Sorry. A question here from number two. Noch eine ja. Have you also created instruments hast du auch Instrumente erstellt, die mit physikalischen Objekten arbeiten, die du gebaut hast, anstelle von irgendwelche Soundprozesse auszuführen? Du meinst, wie der Tentakel, das Gerät, Geräusch, was es produziert, dass es verstärkt wird und akustischer. Also dass der Geräusche lauter macht. Also, wenn das Flüchtdienst getan ist, dann wird es mehr ein physisches Feedback haben, mehr reagieren. Es wird praktisch auf seinen persönlichen Raum, seinen Personal Space reagieren. Also es kann nicht nur berühren, sondern auch physische Näherung darauf reagieren. Nicht nur auf eine einheitliche Weise, sondern auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Auf seine Umwelt, seine Umgebung reagieren. Man kann praktisch zusätzliche Dinge da reinbringen. Ein Gedächtnis, wie viel Berührung es gab, wie viele verschiedene Leute damit gespielt haben, in einer generativen Weise. Das ist das, was ich mit der Snack-Skulptur machen werde. I'm so sad. I really have a spoiler here. I really have to. Wir müssen jetzt leider diese Sache beenden. Tut uns echt leid. Und wenn ihr hier seid, könnte sie neben der Bühne noch weitere Fragen stellen. Vielen Dank an Lee für den tollen Vortrag.